Wie gesagt, die Tindersticks, ihr neues Album sieht so aus und erscheint jetzt gerade dieser Tag oder ist jetzt schon erschienen. Es heißt The Waiting Room. Die Tindersticks sind ja nun auch schon sehr lange dabei. Ecki, speziell dieses Lied, ich habe es gerade gesagt, hat ein bisschen was von Bowie gehabt, oder? Ein bisschen, ja. Man kann jetzt viel reininterpretieren. Was interessant war bei den Tindersticks ist, dass ich die damals in den 90er Jahren, als sie angefangen haben, da habe ich die eigentlich sehr intensiv wahrgenommen. Mhm. Damals auch viel irgendwie in einer Nightline, damals bei FN gespielt. Und ich fand die immer ganz toll. Und habe die dann über Jahre aus den Augen verloren. Mhm. Und jetzt erst irgendwie mit diesem Album wiederentdeckt auch. Und da liegen ja wirklich jetzt irgendwie fast so ein paar Jahrzehnte dazwischen. Ja. Und ich muss positiv sagen, die haben sich in dem Fall Gott sei Dank wenig verändert. sie wirken etwas gebrochener und etwas offener und fragiler vielleicht noch irgendwie als die ersten beiden Alben. Aber es ist ein Album, was ich mir sehr, sehr oft anhören werde, definitiv. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe nur gelesen, dass sie sich dann teilweise auch irgendwie dass sich die Band fast halb aufgelöst hat, beziehungsweise irgendwie von der Originalbesetzung noch drei Leute dabei sind. Und vielleicht sollte man einfach mal schauen, was dazwischen noch passiert ist. Ja, also sie haben zwischendurch durchaus auch noch mal ein paar andere Sachen gemacht. Ja. So, jetzt sind sie wieder so ein bisschen mehr. Die haben irgendwann mal einen Soundtrack gemacht, das weiß ich noch. Ja. Den habe ich doch mitbekommen, den fand ich auch ganz gut. Ich finde, sie sind jetzt auf dem neuen Album so ein bisschen zwischen dem, wir gucken mal, was wir anders machen können, was wir Neues machen können und gleichzeitig auch so ein bisschen, wir wissen, was unser Sound ist und den bedienen wir auch ein kleines bisschen. Was ich tatsächlich finde, ihn gut bekommt. Es ist nicht zu offensichtlich, wir machen nur das immer, was wir immer schon gemacht haben. Aber eben, das ist auch nicht der zu bewusste Versuch, jetzt was ganz anderes zu machen. Ja. Es gibt ja gerade bei Bands, also anders als bei Bowie, das ist vielleicht auch ein Charakteristikum, was ein Solokünstler leichter erreichen kann als Bands. Ich finde, bei Bands ist es viel schwieriger. Bands schaffen das seltener, mehrere unterschiedliche Klangfarben und Phasen erfolgreich und gut rüberzubringen, als es jetzt Einzelkünstler machen können. Also das würde ich jetzt mal so sagen. Nina, wie fandst du denn das Album? Also ich muss gestehen, ich kenne die nur den Namen nach. Also ich kannte die jetzt nicht. Ich finde dieses Konzept interessant. Sie haben ja zu jedem Song einen anderen Filmemacher gebeten, das als Video zu präsentieren. Mhm. Haben auch die Ansage gemacht, das soll keine Geschichte erzählen. Und gehen damit jetzt auch auf Tour, so wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Also sowas würde ich mir auch gerne angucken, so einen Abend. Für mich waren die eine Entdeckung, aber nicht, weil sie diese Band sind, sondern weil sie diese eine wunderbare Frau auf Hey Lucinda dabei hatten, auf dem Song, die ich nicht kannte vorher. Und die ich ganz toll finde. Und die ist leider schon verstorben 2010. Das war wohl eine enge Freundin von dem Sänger. Und er hat es jetzt erst geschafft, diesen Song, den sie 2009 noch vor ihrer Brustkrebserkrankung aufgenommen hatten, jetzt zu veröffentlichen. Und er hofft auch, er ist ihr damit gerecht geworden. Und diese Frau ist für mich eigentlich die Entdeckung der Platte, muss ich gestehen. Finde ich unheimlich gut. Ja. Damit sind wir ja auf traurige Weise wieder beim Ursprungsthema angelangt. Ja, genau, habe ich auch gedacht. Es ist so viel Tod in dieser Sendung. Es ist leider im Augenblick so, das lässt sich nicht ändern. Wir sind auch tatsächlich zeitlich schon so weit hinten, dass ich jetzt Tiger nicht mehr groß fahren kann. Aber du kennst, aber die Tindersticks sind dir natürlich. Ja, ich habe die sogar mal gemocht, glaube ich. Du hast sie sogar mal gemocht. Ja, also ich glaube, ich habe sie sogar gemocht. Ein guter Satz, den muss ich mir merken. Ja. Anfang der 90er kann das sein. Ja, die gibt es schon sehr, sehr lange tatsächlich. Aber sie sind, wie wir schon gesagt haben. Mit Scott Walker haben wir aber nichts zusammen zu tun. Oder das gleiche Label oder so irgendwie. Vieles erinnert wirklich sehr an Scott Walker. Ich fand die wirklich auch damals toll, weil die ein schöner Kontrapunkt war zu der ganzen fürchterlichen Britpop-Geschichte, die er herausgab. Ich war damit beschäftigt. Ja. Ja, du warst damit Britpop gerade noch beschäftigt, genau, ja. Ja, haben auf jeden Fall die Entschleunigungsphase so ein wenig vorweggenommen. Was haben Sie? Die Entschleunigungsphase. Ja, das stimmt. Musik ein wenig zu drosseln. Mhm. Das war in den 90ern noch nicht so wie heute, wo man sagt, irgendwie, wir müssen uns dem Ganzen entsagen und alles ganz ruhig und viel mehr annehmen und betrachten. Was ja keine Entsagung ist, sondern vielmehr auch ein intensiveres Einlassen, Kollege. Also das wollte ich sagen. Das Album jedenfalls, das aktuelle Album, was jetzt gerade, wie gesagt, im Januar erschienen ist, heißt The Waiting Room von den Tindersticks. Wir haben jetzt, David Bowie ist ein so faszinierender Künstler, dass man wirklich sagen kann, wir haben jetzt einfach die Themen, die wir sonst noch gehabt hätten heute, zum Beispiel das neue Album von Daughter, das heute erschienen ist. Das werden wir jetzt nicht mehr heute in der Sendung machen können, werden wir dann aber vielleicht in der
Sendung im nächsten Monat nochmal darüber reden, weil, ja, wie gesagt, Bowie, das war es uns einfach wert, das ist es auch wert, einen so interessanten Künstler, da muss man einfach mal ein bisschen mehr auch drüber reden. Uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, vielleicht sogar auch ein bisschen unterhaltsam oder einfach eine schöne Gelegenheit, noch mal ein bisschen an David Bowie zu denken. Ich kann nur jetzt jedem empfehlen, mindestens eine Platte von David Bowie selber zu Hause aufzulegen. Ich hoffe, ihr habt eine. Es laut zu machen und zu hören, weil das ist dann doch noch das Schönste. Das Wichtigste ist ja dann eben doch die Musik. Es ist doch nur Musik, heißt auch die Sendung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die interessanten Beiträge. War eine schöne Sendung. Vielen Dank. Gerne. Danke. Und ich hoffe trotzdem, dass wir das so schnell nicht wieder machen müssen, sondern dass wir uns wieder ganz normal einfach der Musik widmen können. Ja, vielen Dank. Das war's. Wir sehen uns in einem Monat wieder am dritten Freitag, dann im Februar um 20.30 Uhr auf H1. Und zum Abschluss, wir haben es versprochen, nochmal das letzte Wort muss er haben. Das letzte Wort hat David Bowie aus diesem wahnsinnigen Monolith von einem Abschiedsalbum Black Star. Hier ist nochmal David Bowie mit Lazarus.